Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen duften Video. Und zwar habe ich nach langer, langer, langer Zeit endlich mal wieder einen duften Monatsrückblick für euch, denn das Düfteln zieht bei mir wieder ein. Es ist zwar immer noch so, dass ich tagsüber nicht viel düfteln kann, weil die Kleine den ganzen Tag zu Hause ist. Annabelle ist ja im Kindergarten, aber Hannah ist hier und es wird auch bestimmt noch, bis sie anderthalb oder zwei ist, so bleiben. Und da halte ich mich mit Düfteln schon zurück. Das finde ich besser, außer vielleicht ein bisschen im Badezimmer. Aber wir haben uns jetzt so ein bisschen angewöhnt, wieder abends die Duftlampe anzumachen. Gut, die Türen zum Kinderzimmer sind auf. So ein bisschen was kriegen sie vielleicht mit, aber es ist nicht zu stark. Und ich lüfte auch immer danach und sorge dafür, dass auch wieder ein bisschen frische Luft reinkommt. Und wir lüften auch bei den Kindern immer mal wieder. Aber das ist so ein bisschen der Kompromiss momentan, dass überhaupt mal wieder ein bisschen gedüftelt wird. Und ich habe auch wieder meine Duftlampe angeworfen im Badezimmer. Und ich habe mir auch neue gekauft und neue Candle Warmer gekauft, beziehungsweise einen. Das heißt, bei mir geht es langsam wieder los in Richtung Düfteln. Und ich habe auch wieder Kerzen gekauft. Und sobald der Schalter umgelegt war, bin ich auch wieder shoppen gegangen. Ganz, ganz schlimm, gerade jetzt im Herbst. Furchtbar, überall Herbst-LEs und es ist furchtbar. Genau, also zeige ich euch, was ich jetzt gedüftelt habe. Und ich habe schon fast ausschließlich Herbstdüfte gedüftelt. Es waren nicht mehr viele Sommerdüfte dabei, weil der Sommer konnte von mir aus verschwinden. Für mich reicht es mit der Wärme. Ich möchte jetzt Herbst und ich habe mich auf die Düfte gefreut. Und deswegen sind es jetzt auch hauptsächlich Herbstdüfte. Ich habe noch zwei Düfte angehabt, die eher so in die frühlingshafte, sommerliche Richtung gehören. Wobei, das sind auch Düfte, die für mich eigentlich immer gehen. Aber das waren so die beiden einzigen, die wirklich nicht herbstlich sind. Und zwar der erste, den ich anhatte, war Sweet Strawberry von Yankee Candle. Ein Duft, den ich ja auch sehr, sehr liebe. Der riecht ja einfach nach süßen, saftigen, sonnengewärmten, reifen Erdbeeren. Ohne Schnickschnack, ohne großen Zucker, ohne Grün, ohne irgendwas dran. Einfach nur nach diesen saftigen Erdbeeren. Viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Und ich liebe diesen Duft sehr. Und das ist auch so ein All-Time-Favorite. Ich könnte den immer anzünden. Ab und zu habe ich auch mal in einer kühleren Jahreszeit Lust auf Erdbeeren. Aber im Großen und Ganzen ist das tatsächlich für mich ein Sommerduft. Einfach weil die Erdbeeren so sonnengewärmt sind. Also ist auch einer meiner absoluten All-Time-Favorite-Lieblinge. Und dann hatte ich noch einmal an, natürlich, wie sollte es anders sein, Rainbow Shake. Das ist ja so einer meiner neuen großen Lieben von Yankee Candle, von dem ich niemals, niemals gedacht hätte, dass er mir gefallen würde, weil irgendwie dieser Süßigkeiten-Shake abgebildet ist. Und ich bin ja so jemand bei Süßigkeiten, ich bin so die Fraktion Schokolade, Milchshake, Eis, Kekse. Und ich bin nicht so der Typ Gummizeug, Gummischlangen, Kaugummi, Kaubonbons, Hustenbonbons. Das ist nicht so meins. Ich bin, wie gesagt, eher dieser andere Typ. Weil das alles hier abgebildet ist, hätte ich nie gedacht, dass ich den mögen würde. Aber ich hatte den gesehen bei Paddy, glaube ich. Ja. Und die hat ihn so toll beschrieben, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bestellst du ihn doch mal. Und dann hatte ich ihn da. Ich habe dran gerochen. Das ist einer der besten Düfte, den ich jemals gerochen habe. Sogar mein Mann hat gesagt, der ist super. Der riecht einfach nach einem Fruchtshake. Nicht nach einem Erdbeershake, sondern nach so einem Waldfruchtshake. Finde ich richtig sahnig, richtig cremig, richtig dekadent. Richtig schaumig geschlagen. Danach riecht er einfach nach so einem Shake. Richtig lecker. Und was ich bei dem einfach rieche, wenn der länger an ist, ist so eine Note von gebranntem Zucker wie auf der Kirmes. Das rieche ich daraus, so ein bisschen wie bei der Zuckerwatte. Richtig klasse. Was ich sagen muss, ich hatte bis vor kurzem meine Kerzen noch brennen. Ich steige jetzt auch wieder auf die Candle Warmer um. Das heißt, wahrscheinlich in Zukunft werde ich ihn nicht mehr anzünden, sondern unter einen Warmer stellen. Ich hoffe, dass diese gebrannte Zuckernote da auch durchkommt. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Es wäre schön, aber ist auf jeden Fall ein ganz toller Duft. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich den so lieben würde. Und ich habe, glaube ich, noch drei Backups von denen, weil das war echt so ein Duft, den auch mein Mann toll fand. Und ein Duft, der im Gegensatz zu vielen anderen Düften im Raum präsent war. Man hat es ja ganz oft so, dass man Düfte anhat und man riecht sie und dann immer gewöhnt man sich dran und erst wenn man den Raum verlässt und wieder reinkommt, riecht man es. Und das ist bei dem Duft, finde ich, überhaupt nicht so. Bei dem Duft ist es so, der ist immer da. Nicht bäm unbedingt, das hat dich erschlägt, aber er ist immer da. Ein Lufthauch und er ist da. Er ist immer um einen herum und er ist wahnsinnig schön. Also, lange Rede, kurzer Sinn, große Liebe. Genau, und dann, ja, und dann ging es auch schon knallhart los mit den Herbstdüften. Und ich schaue gerade, was hatte ich denn zuerst an? Genau, als erstes hatte ich an Banana Cream Cake.
Ein Duft, der eigentlich immer geht, aber für mich doch eher was, ja, kuchig, foodig ist für mich eher ab Herbst. So, das mag ich im Sommer nicht so gerne. Und das ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte, von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass ich ihn mögen würde, weil die Beschreibung war Haribo Schaumbanane und ich mag keine Haribo Schaumbananen. Und deswegen hätte ich das nie gedacht. Aber ich konnte dann doch nicht widerstehen, weil der überall war. Das war ja eine LE und deswegen musste ich ihn bestellen und das ist ein so fantastischer Duft. Wirklich wie Haribo Schaumbanane zu einer Dessertcreme geschlagen mit cremiger Vanillesahne. Richtig schaumig und dekadent und reichhaltig. Und so riecht er. Das ist ein so schöner Duft. Ich liebe den. Ich habe davon auch noch Backups. Also das ist ein großer Favorit von mir. Und es ist auch gut, dass ich jetzt mein Candle Warmer wieder rausgeholt habe. Denn ihr seht es vielleicht, mir ist hier ein kleines Fauxpas passiert. Achso, jetzt sowieso. Der Docht ist weg. Ich hatte die nämlich versehentlich zu kurz geschnitten. Und die hat nicht mehr gebrannt. Jetzt ist der Docht sogar unterm Wachs verborgen, weil er unterm Warmer war. Naja, macht nichts. Deswegen gut, dass er unterm Warmer war, denn abbrennen wird bei dem jetzt tatsächlich schwierig. Aber toller Duft. Ich freue mich, dass Herbst ist und dass ich endlich wieder diesen Duft auch anzünden kann. So, als nächstes hatte ich Brennen von Cheerful Candle Honey Pear Cider. Das ist ja auch ein Duft, den ich total toll fand. Den hatte ich mir damals bestellt. Ich glaube, mein erster von Cheerful Candle. Ich habe aktuell auch nur zwei. Es gibt noch welche, die mich interessieren, aber ich habe schon so viel gekauft in letzter Zeit. Und den habe ich mir bestellt, weil ich Cider-Düfte eigentlich sehr mag und weil das einer mit Birne ist. Meistens gibt es dieses Cider ja in Verbindung mit Apfel. Und da habe ich gedacht, Honig, Birne, Cider musst du bestellen. Und ich muss sagen, habe ich auch nicht bereut, denn das ist ein richtig schöner Duft. Der Cider-Duft ist sehr stark. Es riecht wie so eine alkoholisierte Birne. Wirklich nach authentischer, saftiger Birne. Mit diesem Honig-Cider-Duft dabei. Also das ist ein super Duft. Auch den hatte ich bisher nur brennen. Der wird demnächst unter den Warmer wandern, weil ich sehr gespannt bin, ob der unter dem Warmer anders riecht. Ich hatte nämlich schon Düfte, die unterm Warmer wirklich besser hervorgekommen sind. Irgendwie waren die vielschichtiger. Man hat die verschiedenen Duftkomponenten besser gerochen. Und da bin ich mal gespannt, wie der sich unterm Warmer verhält. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Vielleicht sogar heute Abend schon. Ich weiß es noch nicht. Gucken wir mal. Ja, vielleicht sogar heute Abend. Ich schau mal. Ich bin nämlich sehr gespannt. Der nächste Duft ist nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ein Duft, der unterm Warmer für mich anders war, als wenn ich ihn abbrenne. Und zwar habe ich angehabt von Yankee Candle God Bless America aus der Americana Collection. Einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Der riecht ja nach rotem Backapfel mit so einer normalen weißer Zucker, brauner Zuckermischung. Ein Hauch von Zimt ist drin, glaube ich, aber sehr, sehr wenig. Es ist eher der braune Zucker, also richtig lecker. Und den mag ich ja so schon sehr gerne. Aber als ich den unterm Warmer hatte, war der ja so viel besser. Der war weicher, der war runder. Diese ganze Mischung aus rotem Apfel und Zimt und Zucker ist nochmal viel besser hervorgetreten. Die verschiedenen Komponenten. Der war einfach nochmal intensiver. Also unglaublich toll. Es macht manchmal einfach einen großen Unterschied, ob das Wachs so heiß abgebrannt wird oder so langsam erwärmt wird und nicht auf so eine große Hitze hochgeht. Also bei dem habe ich den Unterschied auf jeden Fall gemerkt. Den werde ich auch nicht mehr anzünden. Den werde ich nur noch unter den Warmer stellen, weil der war ja so viel besser. Und den hatte ich jetzt, glaube ich, viermal schon an, vier Abende. Der riecht immer noch gut, aber demnächst werde ich mal Wachs abschöpfen müssen. Aber top, ein top Duft. Dann hatte ich an einen Duft, den ich vorher noch niemals an hatte, und zwar von Village Candle Honeycomb. Ich mag ja Honig, aber ich habe festgestellt, zu viel Honig ist nicht so gut, weil relativ süß und meinem Mann fast zu süß und für mich stellenweise zu süß. Also der ist schon richtig krass, finde ich. Der riecht ja nach Honig und ein bisschen blumig und auch ein Hauch von fruchtig ist mit drin, finde ich. Aber auch ein Hauch buttrig. Aber es gab jetzt von Country Candle in der neuen Herbst LE einen, der war, ich glaube, Honey Butter. Fast hätte ich ihn bestellt, aber dann habe ich gedacht, ich habe ja den noch und deswegen habe ich es gelassen, obwohl ich auch auf den sehr neugierig war. Das ist aber auch ein wirklich schöner Duft und der riecht auch wirklich nach Honig. Nach Honig mit so einem kleinen Hauch fruchtig-blumig mit drin und eben sehr, sehr buttrig. Das ist auch ein sehr schöner Duft. Ist aber sehr intensiv, also an dem einen Tag war es, glaube ich, noch zu warm draußen, da wurde er mir fast zu viel, aber auch den möchte ich mal unterm Candle Warmer ausprobieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich der dort entwickelt. Dann hatte ich an
einfach um was auszuprobieren. Ich wollte nämlich einen Duft von Country Candle vergleichen mit dem hier, und zwar Star Anise and Orange. Für den ist eigentlich noch zu früh, denn das ist für mich eigentlich ein Weihnachtsduft. Der riecht einfach wie Weihnachtsmarkt. Ich hätte nie gedacht, dass ich den mögen würde, denn ich bin kein großer Anis-Fan, überhaupt nicht. Ich esse auch kein Anis. Also ich bin jetzt auch nicht Anti-Anis, aber Anis ist mir eigentlich noch nie so wirklich begegnet. Mag ich nicht. Und irgendwann bin ich halt über den Weihnachtsmarkt und habe mal überlegt, was riecht denn da immer so? Und du riechst immer irgendwas, was immer da ist. Beim Glühwein, bei den Bonbons, bei den Waffeln, irgendein Duft ist immer da. Und dann hat mir mein Mann gesagt, ja, das ist das Anis-Zeugs, diese Anis-Bonbons, Anis-Plätzchen. Und genau so riecht er einfach auch. Nach Orange mit kräftigem, kräutrigen Anis. Also das ist ein super schöner Duft. Ich mag ihn. Ich finde ihn sehr, sehr angenehm und er gehört für mich einfach dazu. Der gehört für mich dazu, weil dieser Anisduft in der Weihnachtszeit einfach überall zu finden ist. Und deswegen gehört dieser Duft für mich dazu. Der könnte immer so ein bisschen mit im Raum hängen. Finde ich total schön. Ja, ich hatte ihn unterm Candle Warmer und da war er ein bisschen besser. Aber leider, leider, leider muss ich zu diesem Duft sagen, ich finde ihn ein bisschen schwach. Im Glas kommt er für mich leider nicht so durch. Also im Glas riecht der top, Bombe, also super. Man riecht dran und denkt, wow, ja. Aber wenn der an ist, wenn der brennt, finde ich, kommt da fast gar nichts rum. Und im Warmer war es ein bisschen besser. Ich hatte allerdings auch das Fenster dann offen, deswegen ist es schwer zu sagen. Ich werde den demnächst nochmal anzünden. Oder aber es wird für mich ein Duft, der in kleinere Räume gehört. Vielleicht werde ich ihn im Schlafzimmer dann öfter anhaben. Oder ich mache zwei an. Ich habe zwei davon, zünde ich die halt beide an und tue die beide unter den Warmer. Mal schauen, weil leider ist der Duft ein bisschen schwach auf der Brust. Finde ich sehr schade. Er muss nicht bam in your face sein. Das muss nicht immer sein. Ja, viele Leute sagen, bei so einer teuren Kerze muss es so sein. Aber ich sehe das halt so. Natürlich muss er wahrnehmbar sein. Aber er muss nicht jedes Mal so sein, dass du irgendwo reingehst und denkst, boah, Wand. Ja, das muss nicht sein. Aber wahrnehmbar soll er eben natürlich schon sein. Gut wahrnehmbar. Und das ist bei dem, finde ich, leider nicht so ganz der Fall. Was schade ist, weil es ist ein ganz toller Duft. Dann hatte ich an einem Abend einen Zimtduft an, denn es war kalt. Es war, man war es nicht mehr gewohnt, es war einfach kalt. Es war nass, es war grau, es war regnerisch, es war nebelig, es war kalt. Und da habe ich gedacht, Zimt. Ich brauche jetzt Zimt. Ich brauche es wohlig und cozy und schön. Ich brauche jetzt Zimtduft. Und da habe ich tatsächlich im September schon angezündet Sparkling Cinnamon. Zimt ist ein All-Time-Favorite von mir. Ich finde auch, dass der nichts Kratziges hat. Was ein sehr süßer Zimtduft, aber doch würzig. Und ich finde den richtig gut. Der ist würzig, aber hat auch einen Hauch von Süße mit drin. Als ob da so ein bisschen Zucker noch mit drin wäre. Aber er hat auch was Spiciges vom Zimt. Aber wenn der an ist, vermischt sich das mit dem Zucker. Und es wird ein richtig schöner Zucker-Zimtduft. Sehr klassisch. Es ist nichts anderes mit drin. Da ist nichts mit Frucht oder blumig oder Vanille oder Schoko oder irgendwas drin. Es ist einfach ein schöner Zimtduft. Mag ich sehr. Ich bin ein klassischer Düftler. Sage ich immer, ich probiere alles aus, aber ich stehe sehr stark auf klassische Düfte, gerade im Herbst, Winter. Ich mag Kürbis, ich mag Zimt, ich mag Nelken, ich mag Orangen. Solche Sachen finde ich immer schön. Und das ist so ein All-Time-Weihnachts-Favorite von mir. Damit kann ich nichts falsch machen. Wenn ich nicht genau weiß, worauf habe ich heute Lust? Ist heute ein Kopfschmerztag? Nee, eigentlich nicht. Mir geht's gut, ich bin fit, es ist kühl draußen. Was nimmst du? Zimt. Zimt geht immer. Genau. Ja, und die letzten beiden Gläser, die ich anhatte, sind solche absoluten Herbstfavoriten von mir. Und beide noch nicht so lange dabei. Die sind von Country Candle aus dem, ich glaube, relativ am Anfang von Country Candle war das. Und zwar, der erste, den ich anhatte, war Pumpkin Harvest. Pumpkin Harvest ist für mich der beste Kürbisduft ever. Den hatte ich damals als Daylight und ich habe mich in diesen Duft verliebt. Für mich ist das ein wunderbarer Kürbisduft mit Zimt und mit einer buttrigen Note. Ich sag immer, für mich riecht Pumpkin Harvest nach frischem, süßem, aufgepopptem Popcorn mit so einer leicht orangenen, glänzenden Kürbis-Zucker-Zimt-Glasur. So riecht er für mich. Ich liebe diesen Duft. Der ist einfach wunderschön, ist für mich der beste Kürbisduft überhaupt und einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Der ist bei mir mittlerweile von allen Düften oben mit dabei. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt so an Top-Düften habe. Mir fallen auf die Schnelle zwei absolute Top-Düfte ein und das wäre der dritte. Obwohl, kann ich euch ja sagen, der erste, der mir einfällt, ist immer Beach Plum von Yankee Candle. Ein Duft nach warmem Pflaumenmus mit Zimt.
liebe ich. Liebe, liebe, liebe. Absoluter Lieblingsduft. Der zweite ist Orange Cinnamon von Village Candle. Orange Zimt. Wie heißer Orangensaft mit einer Zimtstange auch gekocht. Super. Und als drittes fällt mir jetzt immer der ein. Frisch aufgepopptes, noch warmes Popcorn mit so einer richtig glänzenden orangenen Kürbis-Zimt-Butterglasur. Lecker. Unglaublich lecker. Also absoluter Liebling. Und leider immer mal wieder aus. Leider immer mal wieder. Jetzt gab es den wieder. Vielleicht hätte ich mir noch einen kaufen sollen, aber ich habe halt noch so viel, dass ich ein bisschen, ja, gegeizt habe. Aber der wird bestimmt wiederkommen. Ich werde ihn mir nochmal kaufen. Den habe ich bisher auch noch nicht unterm Warmer gehabt. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der noch besser wird, als er beim Brennen schon war. Aber der wandert demnächst unter den Candle Warmer. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und der letzte, den ich anhatte, ist ein Glas, das neu bei mir ist. Und zwar gab es ja bei Duft und Raum neulich die Aktion, kauf zwei Gläser, kriegst du eins geschenkt. Und ich habe mir dann zwei von Country Candle gekauft und noch eins von Country Candle gewünscht, weil ich hatte von Country Candle Düfte auf meiner Wishlist, habe ich auch immer noch, die ich in der Form aber irgendwie schon hatte oder ähnliche Düfte hatte, wo ich gesagt habe, irgendwann kaufst du dir die. Und jetzt gab es eben die Aktion, da habe ich gedacht, komm, jetzt holst du es dir. Und einer der Düfte, den ich wollte, seit ich das Daylight hatte, also schon vor 2 oder 3 Jahren, ist Pumpkin Cider Donut. Das war dieselbe Kollektion wie Pumpkin Harvest, kam zur selben Zeit. Und das war auch so ein Duft, den ich hatte, in den ich mich so verliebt hatte. Denn das riecht wirklich nach Donut. Nach einem zuckrigen Donut mit Glasur. Das riecht wie so ein in Fett gebackener Donut mit so einer richtig glänzenden Kürbisglasur mit Zimt und mit Zucker. Richtig so mit dicken Zuckerstreuseln noch drauf und mit Zimt. Und in so einer Farbe glasiert, wie wer den PSL bei Starbucks kennt und den auch schon mal aus der Tasse getrunken hat. Dieser Bodensatz, der dann ist. Dieser gold-orangen glänzende Sirup, der sich dann da unten bildet. In der Farbe ist der glasiert, richtig glänzend und mit Zucker und mit Zimt. Unheimlich lecker. Toller Duft. Hatte ich jetzt unterm Candle Warmer, ist unterm Candle Warmer noch viel besser, weil er da sanfter durchkommt. Also runder und sanfter, also richtig toll. Große Liebe. Große, große Herzliebe. So, und dann hatte ich noch in der Duftlampe ein paar Kleinigkeiten, aber nicht allzu viel. Ich habe ja die Duftlampe jetzt erst ausgepackt. Und zwar hatte ich drinnen von Beautiful Fragrances Blueberries and Cream. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Das ist aus meiner sehr umfangreichen Duftwachsammlung aus dem Keller. Da habe ich jetzt Sachen nach oben geholt, die ich jetzt aufbrauchen möchte. Und Blueberries and Cream hatte ich Lust drauf, denn das ist so ein wunderschöner Duft nach frischen, saftigen Blaubeeren mit kräftiger Vanillesahne. Mit so richtig dekadenter, rein weißer, schaumiger Vanillesahne. Richtig schön. Nicht mit Zimt oder mit irgendwas, sondern einfach nur fruchtig und vanillig-sahnig. Sehr, sehr schön. Ganz toller Duft. Werde ich jetzt demnächst aufbrauchen. Dann hatte ich noch ebenfalls von Beautiful Fragrances einen meiner Lieblingsduftwachse, von damals zumindest. Ich habe ewig nichts gekauft, weil ich ja noch so viel habe und die riechen auch noch richtig, richtig gut. Und zwar hatte ich an Port and Plums. Das ist ein lilanes Wachs und das riecht nach Pflaume und Zimt. Das ist ein wunderbarer Duft. Das ist so ein bisschen wie Beachplum. Nur noch ein bisschen mehr Zimt. Also richtig schön. Ein ganz toller Duft. Und den werde ich jetzt auch gnadenlos aufbrauchen. Ich habe nämlich noch einen davon. Und ich möchte meine Duftwerksammlung verkleinern. Und dann hatte ich noch an was Uraltes. Also wirklich uralt. Und zwar war das noch von www.wohlfühlmomente.de. Von damals. Von ganz, ganz damals. Und zwar von Annie's, glaube ich, Baked Kitchen Goodies. Und Baked Kitchen Goodies riecht ja einfach nach alles, was an Backen zusammengeworfen werden kann. Nach Vanille, nach Teig, nach Zimt. Och, nach gebackenem, bisschen buttrige Streusel. Das ist ein ganz, ganz toller Duft. Und ich habe mir ja wirklich vorgenommen, das jetzt alles aufzubrauchen. Und deswegen wird das gnadenlos verdüftet. Ja, ihr Lieben, das war der Duftemonat September. Es war noch nicht so viel, aber ich finde, ich habe schon wieder ordentlich gedüftelt und ich bin auch froh, dass ich meine Duftlampe wieder angeschmissen habe und dass ich mir jetzt auch neue Duftlampen gekauft habe. Das heißt, es geht jetzt richtig los mit Düfteln und ich habe mir jetzt auch welche gekauft, die größere Pfännchen oben haben. Also die sind einfach um einiges größer, da passt viel mehr rein.
denn ich will unbedingt meine Duftwerksammlung aufbrauchen oder zumindest runterfahren, denn es ist viel zu viel Zeug und deswegen wird ordentlich in die Duftlampe geworfen in nächster Zeit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal erzählen, was ihr im September so gedüftelt habt. Habt ihr schon Herbstdüfte oder seid ihr noch im Sommer? Weil so kalt ist es ja letztendlich noch nicht, aber ich bin einfach froh, wenn der Herbst kommt. Ich freue mich auf die Düfte, auf die Kälte, bin froh, dass die Hitze jetzt geht und ja, ich bin einfach happy, ja. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, dass wir uns bald im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine dufte Zeit. Macht's gut, ciao!